So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Luigi's Mansion. Ich habe meine Uhr wiedergestellt. Heute müsst ihr nicht die Mini-Ansicht sehen. Wir haben beim letzten Mal dieses Stockwerk hier von oben bis unten durchsucht. Und ein Edelstein fehlt uns immer noch. Aber jetzt können wir endlich auf Ebene 3 fahren. Die Ebene, die wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Oh, Geisterkaffee. Ich hoffe, der schmeckt besser als echter Kaffee. Ja, ich bin absolut kein Kaffeetrinker. Das denken die meisten Leute immer nicht. Weil Informatiker und so. So, hier ist abgeschlossen, nehme ich an. Ja. Brauchen wir einen Schlüssel. Das heißt, ins Geistercafé dürfen wir schon mal gar nicht gehen. Was? Keine Toilette oder die Toilette ist kaputt? Eine Toilette kaputt, die andere funktioniert aber. Und hier ist das normale Telefon. Keiner dran, so eine Frechheit. Wenn ich abnehme, dann hat jemand dran zu sein. Warum hast du Angst? Das ist ein beleuchteter... Ups, falscher Knopf. Im Spiegel seht ihr den Gulli. Wie, die Tür ist zu. Privatsphäre gibt's bei Luigi nicht. Eben gesagt, bei Luigi gibt es keine Privatsphäre. Mach das Ding auf. Das war nur ein Aufblasgeist? Okay. Das da ist der Weg auf die andere Seite. Wohin führt dieser Weg? Okay, man kann da einfach reinlaufen und dann löst sich Luigi einfach auf. Okay, wie auch immer das so funktioniert, aber... Ah, okay, oben drüber wäre überschwemmt gewesen und da wäre Luigi gar nicht hingekommen. Deshalb mussten wir das sogar machen. Ha, sieh meine an. Wir entdecken hier die Geheimnisse, bevor sie geheim werden. Und nehmen hier echt alles aus. Ach so, stimmt. Habe ich vergessen. Luigi kann tatsächlich keine Tür. Aber die Tür ist immer noch als abgesperrt markiert. Okay, warum auch immer. Ist hier unten noch irgendwas? Hier landen wir direkt im Wasser. Bringt uns nichts. Ne, betreten dürfen wir die Tür hier immer noch nicht. Ist verboten. Ist aber okay, müssen wir nicht unbedingt. Oh.
einmal durch die Drehtür durch. Oh, er hat den Schlüssel verloren. Also das ist wohl so der ängstliche Nachtwächter hier. Hier ist auch alles abgeschlossen bei den Läden. Also wird unsere Aufgabe jetzt sein, den ängstlichen Nachtwächter zu fangen. Aber das fände ich fast ein bisschen schade. Der hat ja niemandem was getan. Der wirkt jetzt auch nicht unbedingt böse. Richtig, hast du das gerade gesehen? Der Wachmann hat einen Aufzugknopf. Er hat sich damit ins Wachdienstbüro. Verzogen. Nein, ich sammle den Schlüssel noch nicht auf. Auch. Tatsächlich, er hat einen Aufzugknopf. Oho! Oh. Passender Schlüssel. Das ist alles, was... Moment, den kann ich mehrfach aktivieren. Er blinkt immer noch. Luigi ist... Oh Gott. An Luigi ist echt ein Kammerjäger verloren gegangen. Kommt da noch mehr raus? Aha. Ja. So. Jetzt erschrecken wir den Typen zu Tode. Also interessiert ihn einfach nicht. Er schrickt sich vor einer Maus, aber es ist ihm egal, dass draußen ein Klempner gerade den Getränkeautomaten demoliert. Ah, der falsche Schlüssel. Hierfür ist er wahrscheinlich... Ich hoffe, dass Luigi sich schon als nützlich erwiesen hat. Vergiss nicht, dass er sich durch ganz enge Lücken quetschen kann. Numu, du musst keine Angst haben, ihn einzusetzen. Bedeutet Fazit, du willst, dass er hier durch die Gitterstäbe durchgeht. Finde ich aber an dieser Stelle sogar ein ganz guter Hinweis. Weil daran gedacht, ihn bei dem hier einzusetzen, hätte ich nicht. Erstmal hier schön den Hausputz machen. Bin gleich in Deckung gegangen, weil wenn da Wasser rausgekommen wäre, wäre es das mit Luigi gewesen, also Guigi. Oh, knapp. Ich habe so ein verflucht schlechtes Timing. Das ganze Geld, das er schon fallen gelassen hat, einsammeln. Ja.
verdammt, da ist er mir entkommen. Aber wir haben ordentlich Kohle kassiert. Ah, und jetzt sind wir hier hinter der Theke. Ich verstehe. Jetzt ist aber aktiviert, oder? Ja. Ich sage euch, Mario ist ein Anfänger im Vergleich zu Luigi. Er ist der falsche Schlüssel. Das sehe ich auch. Das heißt, wir brauchen einen passenden Schlüssel, um den Laden hier auszuräumen. Niemand hat gesagt, Luigi würde sich seine Arbeit ehrlich verdienen. Okay. Mäuseaufzug. Goldene Mäuse. Sag euch, Luigi, der Ladendieb. Gibt es hier sogar Geistergeschenkartikel und so Piranha-Pflanzen? Ich würde da wirklich gerne einkaufen, wenn ich das Geld dafür hätte. Und ganz ehrlich, wenn ich Luigi oder Guigi wäre, dann hätte ich das Geld dazu. Ah, das Symbol passt. Das heißt, hier können wir die Registrierkasse ausrauben. Okay, das Glas aufbrechen kann ich nicht. Und die eine Münze kann ich auch aus irgendwelchen Gründen nicht einsammeln. So, was ich hier die ganze Zeit nicht gemacht habe, ist also rumscannen. Aber kann ich die Dinger vielleicht einfach anpömpeln und aufbrechen? Offenbar nicht. Ich meine, natürlich ist es nicht die feine englische Art, aber die haben Geiseln genommen. Wie komme ich denn da dran? Ich meine, der ist ja da. Oder muss ich dafür die Registrierkasse aufschließen? Da liegt eine Perle drin. Nee, das muss irgendwie... Irgendwie muss das anders gehen. Oder kann ich hier so einen Koffer als Waffe nutzen? Es ist tatsächlich so, dass Luigi nicht nur irgendwo einbricht. Sondern der räumt hier wirklich den ganzen Laden leer. Na gut, ist ja auch Guigi. Und Professor Igitt wollte ja, dass wir das Geld mitnehmen. Also hat wahrscheinlich Professor Igitt ihn einfach dazu angestiftet, hier alles platt zu machen. Besorg uns das Geld, egal wie. Forschungen müssen finanziert werden. Wenn du hier so ein paar Geister um irgendwas erleichterst, das ist ja dann nicht so schlimm. Ist der auch nur zum Draufhauen? Ja, der ist auch nur zum Draufhauen. Okay.
Der Herzschlüssel. Ja, Guigi hat keine Angst vor Geistern. I'm afraid of no ghost. Okay, der Herzschlüssel. Ich habe zwar keine Ahnung, wo das Herz hingehört, aber wir sollten auf jeden Fall unten gucken. Weil unten gibt es ja eine ganze Menge Lädchen, die wir noch nicht ausgeraubt haben. Ich meine natürlich besucht. Ja, Moment. Moment schon mal. Wusste ich's doch. Ah, okay, da kann ich aber nicht mit Schlüssel durch. Stromschalter oder was kann ich damit machen? Kann ich den irgendwie bepömpeln? Nee. Das Strahlen auch nicht. Und sonst was dran machen auch nicht. Okay, nee. Dann ist das. Ach so, das ist so eine Lampe. Ah. Okay, Guigi. Treppen steigen liegt dir nicht? Oder achso, die unterste Treppenstufe ist kaputt. Das heißt, wir müssen uns quasi wieder hochporten und jetzt unseren Schlüssel zurückholen, bevor uns das Geräusch in den Wahnsinn getrieben hat. Aber eigentlich würde ich da unten im Laden gerne gucken, aber das war ja offenbar nur, damit wir überhaupt da hinkommen. Kommen wir denn noch anders in den Laden rein? Nee, der ist komplett hermetisch verriegelt. Und da drin fliegen Haarschneidegeister rum. Warte mal, was, wenn ich wechsle? Ah, der kann sich den Schlüssel gerade mal mitnehmen. Dann gehen wir jetzt erstmal mit Guigi da drüben nochmal in den Friseursalon. Kann ich hier eigentlich irgendwas machen? Ist wohl viel blättriger Klee, wenn da Geld rauskommt. Nee, ich kann hier gar nicht rüber. Luigi kommt da gar nicht weiter, okay. Nee, dann ist jetzt hier erstmal die Stunde des Herzens gekommen. Spiegel. Kann ich den mit Gewalt versehen? Nee. Diese Hände sind gruselig. Wir entfernen die. Diese Puppe sieht aus, als ob die... Ja. Aha. Ihr könnt nichts vor uns verbergen, aber auch gar nichts.
Okay, die Puppen haben aber keine Zielscheibe auf der Brust. So, wo bist du? Dich hier nackt vorm Spiegel zu erwischen. Geld in der Auslage, ja. Kennt man nur von den nobelsten Klamottengeschäften, dass sie Geld in der Auslage liegen haben, damit die zeigen, hier. So viel verdiene ich in 10 Minuten. Ihr braucht dafür ein ganzes Leben. Ist hier ein Geheimgang hinter? Nee. Sieht nicht so aus, als würde sich hier irgendwo irgendetwas verstecken. Ich finde es lustig, dass Guigi hier tatsächlich auf dem Teppich so seine Fußabdrücke hinterlässt. Wer auch immer du bist, gib mir den Peak-Schlüssel. Aber wie es hier mit dem Goldraum weitergeht, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Luigi's Mansion 3. Bis dann, euer Wolf.